Ja, die Zukunft der Kliniken Ostergöll-Kaufbeuren als Thema ein Dauerbrenner in den letzten Monaten. Bei mir im Studio jetzt einer, der Bescheid wissen muss, Landrat Johann Fleschuth. Sie sind seit dem Jahreswechsel neuer Vorsitzender des Verwaltungsrates. Im Moment kein leichter Job, oder? Ja, ich kenne es schon. Ich war schon mal ein paar Jahre Vorsitzender. Und ich fühle mich im Grunde in dieser Position ganz wohl. Man kann was tun. Wir haben ein Konzept, wissen, wo wir hinwollen. Und wenn man aktiv mitwirken kann, ist es immer besser, als wenn man zuschauen muss. Fünf spezialisierte Standorte sind ja geplant. Was in Buchloe geschehen soll, das haben wir jetzt im Bericht gesehen. Wir schauen uns mal noch auf die anderen Standorte. Zunächst vielleicht Füssen. Füssen verliert ja seine geriatrische Reha. Was würden Sie sagen, gewinnt die Stadt? Also Füssen ist für uns sicherlich ein Zukunftsstandort. Da wird viel dazu gewonnen. Wir haben hervorragende Ärzte, die in den Hauptabteilungen Innere und Chirurgie Großartiges leisten. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir ab 1.4. einen neuen Chefarzt für die Gynäkologie und Geburtshilfe beschäftigen. Das heißt, die Geburtshilfe insbesondere geht weiter. Wir haben hier klare Konzepte auch vorgelegt bekommen. Das ist wichtig. Zum Zweiten geht es in Füssen weiter mit dem Bau. Wir haben beschlossen, jetzt wirklich anzugreifen. Wir müssen sanieren, wir müssen verbessern. Füssen wird erstmals in der langjährigen Geschichte dieses Hauses zukunftsfähig gemacht und das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt. Weiterhin Kardiologie wird verbessert, Geräteausstattung, Linksherzkathetermessplatz und CT. Also Füssen kann, glaube ich, sehr positiv in die Zukunft schauen. Und wie sieht es mit Kaufbeuren aus? Da ist ja unter Protest die Gelenkersatzabteilung abgewandert. Wie sehen Sie da die Zukunft? Also das ist, glaube ich, recht harmonisch geregelt. Wir hatten in Obergünzburg dieses Endoprothetikzentrum eigentlich früher schon unter dem legendären Chefarzt Dr. Weinhardt. Und jetzt haben wir einfach geregelt, dass wir die ambulanten OPs aus allen Standorten an die jeweiligen Fachzentren verlegen. Und das bedeutet für Kaufbeuren, dass dort im Wesentlichen die ambulanten Leistungen rausgehen nach Buchloe, Obergünzburg und Marktoberdorf. Das ist eine vernünftige Aufteilung und auch eine Entlastung der OP-Säle in Kaufbeuren. Dort brummt's, darf ich so salopp sagen. Dort brauchen wir Kapazitäten und wir können uns jeweils auf unsere Stärken an den jeweiligen Standorten, also auch in Kaufbeuren, konzentrieren. Stichwort Obergünzburg. Dort soll ja das große Gelenkersatzzentrum entstehen und das soll ja auch Patienten aus weiteren Gebieten anlocken, was dann ja wieder Geld in die Kassen bringt. Ja, also dort waren wir schon auf einem ganz, ganz hohen Stand unter dem früheren Chefarzt, der leider verunfallt ist und deswegen hatten wir eine kleine Delle, aber die ist ausgeglichen worden, auch in Zusammenwirken mit einem Chefarzt aus Kaufbeuren, mit den bewährten Kräften in Obergünzburg. Wir haben hohe Spezialisierung vor, wieder hohe Spezialisierung, hervorragende Ausstattung dort. Also wer einen Gelenkersatz braucht, man hofft es ja nicht, aber der ist in Obergünzburg wirklich im spezialisierten Zentrum und dort kann man alle mit gutem Gewissen aus allen Richtungen und gerne auch überregional dorthin verweisen. Im Marktoberdorf hat es ja oder gibt es auch immer noch den meisten Wirbel, nicht nur wegen des Bürgerbegehrens. Dort soll ja am 1. Februar ein ambulantes Operationszentrum eröffnen. Was genau bedeutet das für die Patienten? Das ambulante Operationszentrum ist ein Teil eines Gesamtkonzeptes, das wir für Marktoberdorf auch beschlossen haben. Und das bedeutet, dass wir dort auch wieder spezialisieren. Das heißt, die meisten ambulanten Operationen im chirurgischen Bereich werden in Marktoberdorf geleistet und kommen aus all unseren anderen vier Standorten dort zentral hin. Das sind insgesamt 15 Abteilungen aus all unseren Häusern, also ein großes, breites Spektrum, auch mit den Ärzten, teilweise aus den verschiedenen Kliniken. Man kann den Arzt seines Vertrauens quasi dann mitnehmen, in Anführungszeichen. Und es wird ein hochspezialisiertes Zentrum mit einer medizinisch sehr guten Leistung natürlich werden, aber dann auch mit kürzestmöglichen Aufenthaltszeiten, also im Sinne des Patienten. Da erwarten wir auch wirklich hohe Fallzahlen. Und es ist ein wichtiger Teil des Gesamtunternehmens, aber auch ein wichtiger Teil neben der geriatrischen Reha für die Zukunft von Marktoberdorf, die wir unbedingt auch sichern wollen. Mhm.
Ich denke mal, dass es vielen Leuten so geht, dass sie Angst haben, dass ihre direkte Grundversorgung vor Ort nicht mehr gegeben ist, im Notfall zum Beispiel. Ja, das hat vielleicht auch eine Menge Vertrauen gekostet. Wie können Sie denn da Vertrauen wieder aufbauen? Der Vertrauensverlust ist da, das muss man einräumen. Und wir tun, glaube ich, alles, um das wieder auszugleichen. Im Bereich der Notfallversorgung ist in Marktoberdorf tagsüber eine sehr gute Notfallversorgung gewährleistet, auch durch dieses ambulante OP-Zentrum. Ein sogenannter D-Arzt für berufsgenossenschaftliche Fälle, was in Marktoberdorf gerade als starker Wirtschaftsstandort sehr wichtig ist. Wir haben an den anderen Standorten eine weitgehend aufrechterhaltene Notfallversorgung, also gerade in Buchloe, Obergünzburg auch, Füssen ohnehin, Kaufbeuren rund um die Uhr. Und jetzt gerade in den letzten Tagen habe ich mich auch für die notärztliche Versorgung noch stark gemacht im Bereich Marktoberdorf. Dort gibt es schon Entwicklungen, die man stärken muss. Und wir sind übereingekommen, ich habe eine große Runde einberufen, dass wir hier auch Fortschritte erzielen. Also es ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber wir haben voll den Blick darauf und werden sehen, dass diese Dinge nicht vernachlässigt werden. Informationen zum Klinikverbund Ostergau-Kaufbeuren. Dankeschön, Landrat Jochen Fleschhütt. Ja, der Bürgerentscheid, der den Austritt des Ostallgäus aus dem Klinikverbund anstrebt, ist am 12. Februar. Zum Thema bietet der Landkreis kommenden Donnerstag im Marktoberdorfer Landratsamt eine Expertenanhörung mit Diskussionsrunde zur Zukunft der Kliniken an. Alles dazu sehen Sie natürlich hier bei uns. Und gleich geht's weiter mit den Meldungen des Tages und danach geht es noch einmal um eine Klinik.